Moin zusammen, ich melde mich heute aus dem Urlaub zurück. Beim letzten Mal musste Matthias den Mais-Mehrwert-Service alleine ja vorstellen. Und heute widmen wir uns wieder gemeinsam dem Thema der Maisdünsterbekämpfung. Ja, ganz genau. Same procedure as every year. So, wir haben hier am Standort in Einbeck die Demo ausgeschildert und unsere Banner aufgebaut. Und da wir jetzt die Wärmesumme von 300 Grad erreicht haben, ist es an der Zeit, sich Gedanken über den Einsatz von Trichogramma-Schlupfwesten zu machen für den Einsatz gegen die Zünsler. Ja, und da fragen wir jemanden, der sich bestens mit dem Thema auskennt, und zwar haben wir uns heute mit Elisa von BioCare verabredet. Und da wir schon wieder zu spät sind, ich glaube Elisa ist schon da, flitzen wir mal schnell rum. Lass mal gucken. Die flotten Motten, ey, cooles T-Shirt, Elisa. Ja, das ist schön, unsere Laufgruppe. Ja, moin. Moin. Ja, schön, euch hier zu treffen. Ja, schön, dass das geklappt, dass es vorbeigekommen ist. Wir wollten von dir eigentlich mal wissen, weil wir unsere Maislimo natürlich jetzt vom Zünsler schützen wollen, wie hoch der aktuelle Befallsdruck hier bei uns in der Region ist. Also der Maiszünsler ist ja schon seit 2006 in Niedersachsen, aber in den letzten Jahren haben wir hier in Feldversuchen immer so 15-20% Befallsdruck feststellen können. Und der baut sich aber natürlich nach und nach auf, weil die Feldhygiene nach der Ernte durchaus noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt und auch noch nicht breitflächig zur Trichogramma ausgebracht wird. Aber deshalb momentan haben wir noch einen überschaubaren Befall und da sollte die einmalige Applikation, für die ihr euch entschieden habt, auf jeden Fall. Ja, und bevor ich dir jetzt noch eine Frage stelle, eine schnelle Frage an die Regie. Haben wir vielleicht Regenschirme dabei? Perfekt. Zwei. Jetzt zu meiner Frage. Das heißt, die Aufwandmenge eurer Produkte ist abhängig vom Befallsdruck, oder? Genau. Also hier in der Region empfehlen wir noch die einmalige Applikation. Wenn jetzt der Befall stärker wird, dann gibt es die Forte-Variante, da hat man dann die doppelte Anzahl der Trichogramme, also 400.000 Tiere pro Hektar, also ganz schön viel. Und in den anderen Regionen, wo der meistens schon seit Jahren vorkommt und wirklich starke Schäden anrichtet, da empfehlen wir standardmäßig die zweimalige Applikation, in Baden-Württemberg oder auch Bayern. Denn wir haben in unseren Produkten unterschiedliche Entwicklungsstadien der Trichogramma drin. Das heißt, wir haben eine Schlupfperiode von 3 Wochen. Da der Maiszünslerflug aber häufig länger dauert, empfehlen wir da eben die zweimalige Applikation innerhalb von nach 2 Wochen nochmal, um dann eben wirklich den ganzen Flug abdecken zu können. Und so haben wir wirklich jedes Jahr immer schöne Wirkungsfälle. Ja, das klingt doch gut. Ja. Da haben wir alles richtig gemacht, denn auch wir haben uns in diesem Jahr wieder auf eure Produkte verlassen und wir haben die Einmalbehandlung als TrichoSafe-Anhänger bei euch bestellt. Ja. Zufällig dabei hast du die nicht? Doch, natürlich. Boah, wunderbar. Perfekt, danke. Sehr gerne. Leider muss ich schon los. Ich würde euch sonst wirklich gerne helfen beim Ausbringen im nassen Bestand, aber die Arbeit ruft. Ich weiß nicht, warum ich dir das nicht glauben soll, aber schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Alles ciao. Gute. Ciao. So, fertig? Fertig. Sag mal, wo wir ja gerade vor dem KW Stefano stehen. Was hältst du davon, wenn wir mal wieder bei Malte vorbeischauen und gucken, was der Mais macht? Das ist eine gute Idee, das können wir ja beim nächsten Mal dann machen. Und ihr bleibt schon neugierig? Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.